So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Nächster Tag in Erfurt, beziehungsweise für euch soll das so wirken wie der nächste Tag. Eigentlich ist das alles am gleichen Tag entstanden, die drei Teamleader folgen. Oh, da sitzt ein Onyx. Das drücken wir mal an. Hätte ja ein Shiny sein können. Ich bin jetzt auf jeden Fall auf dem Weg zum 5er Raid. Den habe ich mir hier markiert. Ist hier hinten, geht noch 33 Minuten. Da will ich mal hinwandern. Ich muss nur gucken, wie. Hier gibt es nämlich eine extrem lange Gerade. Wie ihr seht, das geht 1000 Kilometer in die Richtung, 1000 Kilometer in die Richtung. Immer geradeaus. Wir müssen aber jetzt hier vorne rechts. Und so viele Stops, die nicht gedreht sind. Black Horse, ne? Erkennt es nicht. Das schwarze Pferd. Auf dem Weg dahinter wollen wir aber noch mal den Feldforschungsdurchbruch abholen. Das können wir jetzt fix machen. Muss ich erstmal die Aufgabe einlösen. 19. Februar. Seht ihr hier? Och nee, das sind ja Treppen. Jetzt den Feldforschungsdurchbruch für das nächste Flecknoil. Dann können wir das theoretisch auch schon entwickeln. Das fangen wir jetzt erstmal mit gelber Beere. Leider habe ich es nicht mehr im Eventzeitraum geschafft. Sonst hätte es da natürlich noch mal mehr gegeben. Was ist das denn hier? Wie sieht das denn aus? Jetzt wollte ich da hinten die Treppe hochlaufen, aber da kommen wir gar nicht hin, die ist ja hinter der Mauer. Dafür gibt es ja die, wo man hochlaufen kann. Wer ein Fahrrad braucht, meldet euch, da stehen noch ein paar. Ich stelle euch mal kurz hier ab. So. Erstmal Flecknoil machen und schön mit dem Knie in den Dreck. Ah, zu kurz. Flecknoil mitnehmen, dann auf zum 5er Raid. Die zwei anderen Leader muss ich dann noch schnell suchen. Die Rüpel sind soweit fertig. Die Leader müssen nur noch ran. Giovanni wollte ich auch noch in Erfurt machen. Jetzt bewerten wir das mal kurz. Und Erfurt! KP 15, okay. 78 Bonbons, da können wir aber trotzdem mal kurz Flecknoil suchen. Fleck. Wie, das wird nicht Fleck geschrieben. Fleck? Flecknoil. Was haben wir hier? Wir bewerten mal kurz und das Beste nehmen wir dann natürlich. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist gut. Das ist das Beste auf jeden Fall, ein 96er aus Hildburghausen. Das entwickeln. Och nein, ich kann es gar nicht entwickeln. Ich muss damit 1 Kilometer laufen. Gut, dann machen wir es jetzt anders. Das Despo da ist ja eh schon fast voll und für heute habe ich die Interaktion auch schon da. Wir wechseln das mal aus, wir laufen mal damit. Ich muss aber jetzt auch die Treppe hier hoch, mein Knie tut weh. Guckt euch das an. Sieht aus wie drauf geschissen, ist aber nur Sand. Wir wechseln mal den Buddy, wir laufen hier die Treppen hoch, melden uns zurück, wenn wir beim Raid sind, das Flecknoil entwickeln, mit dem Buddy noch einen Kilometer gelaufen sind und ab geht's! Wenigstens regnet es jetzt mal nicht. Ich glaube mittlerweile nach der Treppe ist vor der Treppe. Jetzt sind wir die Treppen hoch. Jetzt ist hier schon wieder die nächste Treppe. Da oben. Mauer, Treppe, alles Mögliche. Wir steigen erstmal bis da rauf. Da oben muss auf jeden Fall dann irgendwo die Arena sein. Wenn die nicht heftig aussieht, Alter, das muss ja richtig, ne? So hochgelegen an so einer Mauer, in so einer Burg und dann ganz alleine. Ramses, die Ein-Mann-Armee, aber 5 Handys am Start, das regelt schon. Wir melden uns zurück, wenn wir an der Arena angekommen sind. Ach, ein Hund. So, wir laufen einfach hier außen rum. Guck mal, da geht es immer noch weiter hoch, noch weiter hoch. Vielleicht sollte ich einfach auf die Karte gucken, bevor ich dran vorbeilaufe. Guckt euch das an. Was ist da los? Hier ein kleiner Grashupfel. Hä? Bruder, komm raus! Ja, ich melde mich gleich zurück. Da geht es immer noch hoch und hoch und noch weiter hoch. Hauptsache, es regnet nicht mehr. Alter, ich glaube, die wollen mich verarschen. Jetzt bin ich hier hochgestiefelt.
Und da auf der nächsten Treppe ist einfach eine Absperrung, da geht es nicht mehr weiter. Hier seht ihr die Festungsbäckerei. Hier ist sogar eine Arena im Spiel Festungsbäckerei. Habe ich mich mal mit reingesetzt zum Noah Andreas. Aber es ist ja nicht mehr so weit. Wir stehen jetzt hier an der gelben, müssen hier außen rum irgendwie. Wir probieren es mal da hinten den dicken Weg lang, müssen zur zweiten roten kommen. Und dann sind wir ja eigentlich da. Falls wir es nicht schaffen, ich habe euch alle lieb. So. Oh, und jetzt wird es schon wieder windig. Ich checke überhaupt nichts mehr. Sieht aus wie im Backstage-Bereich der WWE. Überall Zäune. Links von euch, rechts von euch. Keine Ahnung, wir laufen einfach mal davor. Hoffen, dass man vorne rechts rumkommt, um zur Arena zu gelangen. Jetzt sind es eh nur noch 23 Minuten. Und ach toll, ich sehe es jetzt schon, sinnlos, das ist nur der Weg, wo man zu dem Gebäude kommt. Ich muss wieder außen rum. Da hinten ist der Dom. Wäre ich einfach Richtung Dom gelaufen, wäre das wahrscheinlich nicht so kompliziert. Laufen mal da vorne rüber, gucken mal, wo es dahin geht. Oh, ich bin so dämlich. Ich bin schon hier auf das Gebäude zugelaufen und habe gedacht, was, da kommst du auch nicht weiter. Bin wieder zurück, bin außen um die Burg rumgelaufen. Dann habe ich gesehen, ich entferne mich wieder, dann musste ich wieder wenden, bin wieder zurück. Dann hätte ich mir einfach mal die Arena angeguckt, die nennt sich nämlich Glashütte. Genauso wie das, was man hier sieht. Hier steht nämlich zum Beispiel Glashütte an dem Schild. Da steht Glashütte an der Tür. Und das ist hier nämlich was zum Essen, beziehungsweise so ein Café, wo man hier die Treppe hochgeht, setzt sich hier oben hin. Ich sitze jetzt draußen. Hier ist alles nass. Wunderbar. Ich habe jetzt erstmal die Handys ausgepackt. Mal gucken, ob jemand rauskommt und sagt, ey, was machst du da? Dann bestelle ich mir einfach was zu trinken. Ich habe nämlich eh Durst. Oder ob die mich einfach hier machen lassen. Die Eiver-Armee ist auf jeden Fall jetzt am Start. Wir gehen mal in den Raid. Das Boreos wird mitgenommen. War eine schwere Geburt. Aber am Ende zahlt sich's ja vielleicht noch aus. So. Packen das mal hier alles hin. Das seht ihr jetzt. Wir drücken hier überall mal drauf. Boreos, Bruder. Packen alle mal hier rein. 1, 2, 3, 4, 5. Das müsste ja wunderbar funktionieren. Und auf dem Weg hier hoch habe ich schon gesehen, habe ich sogar Cliff getroffen. Das heißt, wenn ich dann wieder absteige, kann ich gleich noch den nächsten Rocket Leader mitnehmen. Teamauswahl mache ich jetzt keine. Ich lasse einfach mal die Teams drin, die drin sind. Bla 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 bla. Hier kann man noch was umstellen. Also nicht am Team. Das lasse ich so, wie es ist. Hier auch. Ich kann euch ja die Teams mal kurz zeigen, wie das jetzt aussieht. Hier sind also ein paar Despota drin und Stolos, hier auch ein paar Despota, Rihonjo, hier Despota, Medakross, Elevoltec, Geowatz, Regirock, warum auch immer, Magnetzone, Godzilla, Raikou und hier haben wir nochmal Despota, Rihonjo, Raikou und Cognodon. Wenn ihr euch auch mal anguckt, wer da alles in der Lobby ist, müsstet ihr sehen, Eiver Pikant, Eiver Soft, Eiver Kids, Eiver Mild und Eiver Scharf, geordnet eigentlich, Eiver Scharf, Eiver Mild, Eiver Soft. Na gut, Eiver Pikant kommt ja eigentlich vor Soft, aber der ist später entstanden. Auf jeden Fall die komplette gelbe Eiver Armee am Start. Jetzt versuchen wir den Raid mitzunehmen. Und eigentlich habe ich trotzdem Durst. Vielleicht kommt ja doch noch jemand raus währenddessen. Oder die trauen sich nicht, weil ich hier filme. Oder weil ich so außer Puste bin. Oder weil ich den Bratwurst-Thüringen-Pullover anhabe. Wir legen es hin, wenn der Kampf losgeht. Drück mal einfach drauf, wie bekloppt. Oh mein Gott. Vor allem dachte ich einfach, okay, gehst du nach Erfurt, hast du eine coole Zeit. Cooles Wetter, coole Leute, coole Restaurants. Und jetzt läuft man hier irgendwo am Arsch der Welt rum, steigt Treppen, muss Treppen steigen, irgendwelche verlassenen Burgruinen hoch, läuft durch Matsch, läuft durch den Regen, läuft von Baustelle zu Baustelle. Man ist fast Mutterseelen allein. Jetzt findet man mal hier ein
Restaurant sitzt draußen auf nassen Stühlen, auf nassen Bänken, während drin alle feiern und sich's gut gehen lassen. Dann muss ich auch schon wieder weiter. Eigentlich. Ist hier ein Raid? Ja. Ah ja. Viel Erfolg. Dankeschön. Ah, jetzt habe ich die App auch noch zugemacht. Nein! Komm zurück! Das war ja cool, der lustige Mann, der vorhin reingelaufen ist, wo ich noch gegrüßt habe, hat gefragt, ob hier ein Raid ist. Viel Erfolg, also das ist doch genial. Wird einfach mitgenommen, das Boreos. Vielleicht wollte er ja auch mitmachen, hat er gar nicht gesagt. Wäre ich doch noch mal raus, ne? Naja, aber viel Erfolg, also nette Menschen in Erfurt, ich nehme alles zurück. Erfurt, beste Stadt überhaupt. Von lauter Schreck habe ich mich natürlich noch verdrückt. So, wir drücken mal weiter. Über die Hälfte ist ja schon, gerade mal 100 Sekunden verkangen. Das ist auf jeden Fall sehr easy. Wie gesagt, es gibt ja auch Leute, die haben den schon zu zweit gemacht. Das wollen wir aber nicht. Ich muss ja eh die ganzen Pässe loswerden, die ganzen freien Pässe auf den ganzen kleinen Accounts. Was wird es mir da bringen, jetzt mit zwei Accounts den Raid zu machen? Und dann bleibe ich auf allen anderen Pässen sitzen. Also machen wir das gemütlich so. Theoretisch hätte ich noch ein sechstes Handy dazu nehmen können für den anderen Daumen, der jetzt hier die ganze Zeit in der Luft hängt. Oh, ich bin auf jeden Fall fertig. Eigentlich wollte ich noch in die Stadt und Burger essen. Ich habe da nämlich noch ein anderes Restaurant gesehen, wo es Burger gibt, aber ich weiß nicht, wie sich's zeitlich ausgeht, weil ich eigentlich noch zum Megas muss, um Internet zu haben, damit ich das Raid am Mittwoch-Video heute hochladen kann. Da wisst ihr auch mal, was heute eigentlich für ein Tag war. Heute war nämlich Mittwoch. Aber das ist noch zu Hause im Hotel, das exportiert noch und solange renne ich hier rum. Alles quer durcheinander, alles stressig. Wir legen es mal hier hoch, drücken mal alle durch. So, erstmal die Kleinen. Gucken dann mal, wer das Höchste hat, wer das Beste hat, was auch immer. Ich glaube, auf den Kleinen werde ich sowieso keins fangen, weil das ist mir dann zu stressig und dauert mir zu lang. 16 Bälle auf jeden Fall. 23, 46. Gut, das ist nicht so gut. Gehen wir von links nach rechts. 23, 55, 23, 41, 23, 67, 23, 62, 23, 46. Also das 67 ist auf jeden Fall das Beste. Habe ich leider keine Angaben. Das fangen wir auf jeden Fall jetzt noch. Und dann ist die Sendung auch schon wieder aus. Oh. Dazu hänge ich euch aber mal hier rüber. Knie mich extra hier hin, dass man das sieht, wie man das noch mitnehmen. Ich will auch nicht mein ganzes Datenvolumen verbrauchen. Deswegen fange ich jetzt einfach das Große. Bei den anderen fliege ich dann. Hauptsache, die haben die Erfahrungspunkte und die Belohnungen mitgenommen. Lucky brauche ich auch nicht. Mache ich dann erst, wenn es irgendwann shiny ist. Ansonsten macht man mit dem Ding auch nichts. Also Hauptsache fangen, Hauptsache ein bisschen einfach fabelhaft üben, falls doch das 100er mal dasteht, dass man das kann. Eins, das war nix. Und ihr seht oben vier Handys im Hotspot. Oh, ich hasse das immer, wenn die immer links und rechts gehen. Das fand ich bei Kyokre schon so nervig. Fand ich es bei Groudon cool, das stand in der Mitte, hat einfach nichts gemacht. Und wenn es mal was gemacht hat, hat es flott angegriffen und ihr konntet direkt nach dem Angriff werfen. Aber dieses Hin und Her. Und dann hängt es immer eine Stunde am Rand rum und ich will immer nicht werfen, wenn es am Rand ist. Deswegen wartet man immer, bis es in der Mitte ist. Es dauert halt immer 10 Jahre und dann kann man werfen. Wie geht's euch damit? Werft ihr einfach drauf, schockt ihr einfach vor? Oder versucht ihr jedes Mal den Fangtrick und jedes Mal nach dem Angriff und jedes Mal in der Mitte? Da braucht man wirklich Geduld. Deswegen habe ich auch keinen Bock, bei den anderen zu warten. Dann würde ich nämlich morgen früh noch hier sitzen. Mach das nur bei dem Großen so. Und flieh eben, wie gesagt, wie schon 100-mal gesagt, auf den anderen Kleinen. Jetzt greif doch an! Och Mann! Komm, wenn er jetzt angreift, zieh mal einfach vor. Los! Tu es! Er geht wieder an die Seite. Und nicht mal da greift er an. Warum? Oh. Dreimal einfach fabelhaft. Ei, ei. Dreimal. Eins. Zwei. Nix. Macht das wieder spannend. Ach ja, komm. So schnell konnte ich die Beere gar nicht werfen. Zack. Und der vierte auf jeden Fall. Ich hatte schon mal einen Mewtwo-Raid.
Da habe ich 17 Bälle gehabt, habe 17 Mal hintereinander einfach fabelhaft getroffen und dann ist es trotzdem abgehauen. Das fand ich ziemlich mies. Weil viel besser kann man es ja eigentlich nicht machen, außer 18 Mal. Dazu hätte ich aber noch einen Ball mehr gebraucht. Aber alles treffen und trotzdem abhauen ist schon komisch. So. Nochmal einfach fabelhaft, das sieht doch gut aus, aber das sagt nichts. Der kann trotzdem abhauen, er kommt halt immer wieder raus. 7 Bälle schon verschossen. Wir schießen einfach mal am Rand und zack, einfach fabelhaft am Rand, so muss man es auch machen. Wenn er auf der anderen Seite wäre, könnte ich gar nicht werfen, deswegen. Und auch noch gefangen am Rand. Sehr gut, so muss man es machen. Den nehmen wir mit am Rand. Jetzt tropft mein Knie. Das sieht schon wieder so eklig aus, wenn man sich immer zu überall drauf kniet. Wir bewerten es trotzdem mal kurz. 15 Angriff aus Erfurt. Nehmen wir gerne mit. So, habt ihr auch schon mal einen Raid in Erfurt gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich packe meine Sachen jetzt wieder ein, gehe wieder. Ich will hier niemanden belästigen. Ne? Das war's von meiner Seite aus. Ich gehe noch ein bisschen auf Liederjagd, auf Giovanni-Jagd. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.